Heute habe ich einfach nochmal Bock, euch den Flugsimulator von Microsoft auf der Meta Quest 3 zu zeigen. Damit kann man nämlich auch wunderbar Simulationen sowie Flugsimulationen zocken. Und deswegen fliegen wir heute einfach mal ein bisschen rum im Flugsimulator und wir pimpen den mal ein bisschen auf. Können wir mal ein bisschen die Grafik hochstellen, mal gucken, wie das alles so aussieht. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Voodoo's VR, Open Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, hier sind wir und diesmal fliege ich mit einem, seht ihr das, mit einem Rotor-System, also einem Thrustmaster. Und auch eine Schubregelung, das macht natürlich viel mehr Spaß als mit Maus und Tastatur. Und wenn ihr das auch wollt, unter dem Video findet ihr den Link dazu. Und ja, wir sind hier natürlich jetzt gerade über dem Grand Canyon und fliegen mit so einem Leichtflugzeug, mit einer Cessna. Und die Grafik ist auf hoch. Ja, ich habe das auf hochgestellt. Das geht natürlich noch wesentlich höher, aber irgendwann treibt es dann auch meinen durchaus älteren Rechner an die Grenzen. Die 3090, die jetzt hier noch drin ist, die hat ja auch schon ein bisschen auf dem Buckel und die ist natürlich jetzt an der Grenze dann auch schon. Auf jeden Fall, wenn du das mit VR zockst. Aber guck mal trotzdem, wie geil das halt einfach ist, ja? Na, guck mal, wie schön das hier auch aussieht. Also du kannst ja hier alles schön gucken im Flugzeug. Kannst dich rumbewegen, kannst natürlich hier auch, können auch ein bisschen tiefer mal fliegen. Das ist halt einfach schon, diese Simulation ist ein Traum, ist ein absoluter Traum. Aber gut, um dich da komplett mit zu befassen, damit du da alles hinkriegst, da, ich glaube, da brauchst du Jahre für. Ja? Also ich bin immer noch ganz, ganz blutiger Anfänger. Das Einzige, was ich machen kann, ist, hier jetzt ein bisschen rum navigieren. Ich kriege gerade so die Parkbremse vielleicht noch gelöst, kann abheben. Landen ist schon fast unmöglich. Aber hier, man kann ja auch in der Luft starten. Man muss das ja, man kann das ja für Noobs einstellen auf jeden Fall. Und so ist das natürlich ein Traum. Ah, wunderschön. Übrigens, wenn ihr die Ansicht zurücksetzen wollt, drückt ihr die Leertaste. Wenn ihr zum Beispiel ein bisschen weiter zurückgeht auf eurem Stuhl oder so, könnt ihr die Leertaste drücken, dann habt ihr die VR-Ansicht zurückgesetzt. Wenn ihr euch wundert, wenn ihr das Spiel startet, dann seht ihr in der VR-Brille noch nichts. Ihr müsst nämlich im Spiel erst in die Einstellung gehen, allgemeine Option und dann VR und da dann den VR-Modus aktivieren. Ne? Können wir fliegen mal tiefer? Oh! Geil, oder? Ich meine, gut, hier die Texturen an der Seite sehen jetzt aus wie Grütze. Aber ich meine, du kannst den ganzen Planeten abfliegen, ja? Du fliegst einfach den ganzen Planeten ab. Und das ist halt Wahnsinn. Ich kann jetzt hier von dem Grand Canyon bis zu mir nach Hause fliegen. Vor die Haustür. Kann ich theoretisch in diesem Spiel machen. Eigentlich zu der Zeit, wo ich jetzt hier gerade fliege, ist es im Grand Canyon nachts. Das kann man natürlich anpassen, wenn ihr da startet. Also ihr könnt natürlich jederzeit Echtzeit, Flugverkehr und Wetter und alles machen, aber auch so, wenn ihr das jetzt mal dann tagsüber spielen wollt, obwohl da eigentlich nachts ist, kann man das natürlich auch einstellen. Super. Bisschen höher wieder. Übrigens, diesen ganzen Kram, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht, kann man hier auch mit der Maus bedienen, ne? Also zum Beispiel das Trimrad hier unten. Was habe ich getan? Oh nein, 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 nein. Hoch, 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 du Idiot! Meine Güte. Die KI hat schon wieder eingegriffen. Ich spiele lieber nicht da dran rum. Also mit dieser Trimmung, da komme ich noch überhaupt nicht drauf klar. Da habe ich so ein kleines Rad an meinem Schubregler und irgendwie verstellt sich das die ganze Zeit von selber. Ob das jetzt an der KI liegt. Weil mit der kannst du nämlich einstellen, ob du hoch und runter gehst. So, seht ihr das hier? Ich mache jetzt gar nichts an dem Hebel, sondern drehe an diesem kleinen Rädchen, an der Trimmung. Das ist hier unten das. Seht ihr das? Ja, das kann ich entweder mit der Maus bedienen oder mit dem Schubregler. Da ist so ein kleiner Hebel dran.
ich finde es einfach geil. Das ist so entspannend, dieses Spiel, ne? Und auch einfach so geil, in diesem Cockpit hier drin zu sitzen, ne? Wie geil ist das denn einfach? Super! Und das alles mit der Quest 3. Ja, mit der Quest 3 kannst du einfach eben alles machen. Du kannst die Standalone-Spiele spielen, aber auch diese Hardcore-Simulation. Und zwar gut. Das ist nicht so, dass das hier irgendwie schlecht aussieht vom Display oder so, ne? Ganz im Gegenteil. Mit der Quest 3 kannst du auch hervorragende Simulationen zocken. Geil. Ja, jetzt haben wir mal so ein kleines Flugzeug geflogen. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt mal in eine riesige Maschine einsteigen? Das machen wir doch jetzt mal. So Leute, und jetzt sieht das hier alles schon ein bisschen anders aus. Jetzt sind wir nicht mehr in dem kleinsten, sondern in dem größten Flugzeug. Eine Boeing 747-8. Wahnsinn. Guckt ihr das Ding hier mal an. Ja, das ist Cockpit schon größer als mein Wohnzimmer. auf jeden Fall, ja, gibt es hier zwei, drei Knöpfe mehr, wo ich nicht die leiseste Ahnung habe, was das alles sein soll. Das macht ja erstmal nichts. So, ich weiß, wie man die Parkbremse löst. Da muss ich hier auf diesen Knopf drücken. So, wir sind übrigens in Rio de Janeiro, ja. Bin mal gespannt, ob diese Startbahn hier ausreicht für dieses riesige Ding. So, ich gebe Vollschub. Zack. So. Warnung. Es kommt direkt eine Warnung. Warum auch immer. So, rüber. Wahrscheinlich fahre ich mit angezogener Handbremse oder was. Das ist bestimmt diese scheiß Trimmung schon wieder. Und? Ich zieh mal hoch, mal gucken, was passiert. Oh, scheiße. Nein, gar nichts. Oh, Kacke. Zieh hoch. Nein. Hoch. Oh, scheiße. Hoch. Nein, nein, nein. Oh. What the fuck? Ja, das war knapp, oder? Das war knapp. Boah, ist das eine große Stadt, oder? Das war diese Trimmung schon wieder, Leute. Ich krieg die Krise noch damit. Boah, ist das eine große Stadt. Jetzt fliegen wir mit diesem riesen Schiff hier lang. Ist krass, oder? Aber hier merke ich dann doch schon, da kommt es an die Grenzen dran. Meine Grafikkarte, da ist Schicht im Schacht. Das ruckelt jetzt schon ziemlich. Da müsste ich jetzt dann doch mal das Ganze runterstellen. Ich hoffe, ihr seht es im Video trotzdem noch einigermaßen flüssig. Boah, ist das groß hier, oder? Ah, guck mal, da vorne fliegen wir mal hin. Geil. Das macht halt einfach schon so mega Bock. Jetzt guckt ihr mal dieses riesige Flugzeug hier an. Ist das nicht Wahnsinn? Und ich steuere es einfach. Obwohl ich keine Ahnung davon habe. Ist da jetzt ernsthaft Nebel? Ne, das sind die Wolken. Scheiße. Mann, jetzt wollte ich so eine schöne Aussicht haben. Jetzt kommen hier die Wolken. So. Boah, ist das cool, oder? Alter Falter. Guck dir. Wo ist denn diese. Da ist doch irgendwo diese riesige Statue, dieses Wahrzeichen. Ist das da vorne? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Oder ist das da oben? Müssen wir mal gucken, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht in diesem Simulator. Das ist doch bestimmt das da, oder? Ich weiß es nicht, vielleicht erzähle ich auch völligen Mumpitz. Christo, oder ist das da oben? Weiß nur der Geier, ne? Boah. Das ist schon geil. Ich soll mal ein bisschen tiefer fliegen. Ich drück mal ein bisschen runter, das Ding. Zuckerhut. Haha. Da ist das, oder?
Ja, da vorne ist die Statue, glaube ich. Da steht die doch. Aber ich, mit der dicken Maschine jetzt hier umzudrehen, das dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde. Der Zuckerhut. Guck mal, wie geil das ist, hier lang zu fliegen, oder? Ich muss ein bisschen aufpassen. Das Ding ist ja breiter als... So, komm, wir drehen mal um. Boah. Das ist jetzt kein Mini-Flugzeug, ne? Also da kannst du jetzt nicht einfach den Molly machen. Glaube ich zumindest. Dann kratzen wir nämlich direkt ab. Boah, also der Wendekreis wie ein Panzer wäre untertrieben. Das hat einen Wendekreis wie weiß der Geier was. Jetzt übertreibe ich es mal. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich ziehe das jetzt mal volles Rohr zur Seite. Keine Ahnung, ob wir jetzt abstürzen. Ich habe nämlich ein paar Hilfen tatsächlich ausgestellt. Boah, ist das ein Gerät, ey. Das ist mal eine ganz andere Kategorie als diese Cessna. Wuhu! Guck mal, das Schiff. Abgefahren. Ist das nicht geil? Ohoho. Miau. Geil, oder? Mal fliegen wir da vorne zu dem. Ah doch, der kann schon ganz gute Kurven hier fliegen, der Kollege. Geilomat, oder? Also wenn ihr mal nach dem Feierabend ein bisschen abchillen wollt, was gibt's Besseres als den Flugsimulator, oder? Also, entweder den Flugsimulator oder den Farming-Simulator. Irgendein Simulator oder andere. Geil, da ist die Statue. Wahnsinn, das ist krass, oder? Hier der Hafen und alles schön. Oh shit! Oh! Oh shit! Darfst du. Oh, jetzt hätte ich fast das Ding abgesägt, ne? Oh Mann, oh Mann. Ist doch geil. Ist das geil oder ist das geil? Ja, und ihr könnt einfach im Menü auswählen, wo auch immer ihr fliegen wollt. Ja? Ob ihr jetzt über Rio fliegt oder über. Die Dächer von Buxtehude oder wenn ihr in einem Dorf wohnt, was nur 200 Einwohner hat, könnt ihr alles auswählen. Ihr könnt entweder von einem Flughafen, von der Start- und Landebahn oder auch in der Luft starten, Tag, Nacht, Echtzeit, Live-Daten, weiß der Geier. Und das alles mit der Quest 3 zum Beispiel. Das geht natürlich mit allen anderen VR-Brillen auch, aber hier ging es mir vor allem mal darum, das zu zeigen, dass es auch mit der Quest 3 geht und zwar unfassbar gut. Weil ich bin nämlich jetzt hier über Airlink, ja, das muss ich auch dazu sagen, über Airlink mit Wi-Fi 5. Also noch nicht mal Wi-Fi 6 und sowas, ne? Super. Ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen, ne? Also ist vielleicht auch für einige mal interessant, so einfach mal so ein bisschen Gameplay von der Quest 3 im Flugsimulator zu sehen. Und wie gesagt, wenn ihr dieses Rotor-System hier haben wollt, ja, dann schaut gerne mal in der Beschreibung und dann könnt ihr das zocken, ja, oder kaufen und dann mit dem Flugsimulator zocken. Ich finde das Rotor-System super, das hat auch noch Pedalen, also es hat hier diesen Schubregler natürlich, jetzt habe ich irgendwelche Knöpfe gedrückt und ja, auch hier den Kollegen. Oh, scheiße, nein, ah, fuck, und tschüss, schöne Grüße ins Wasser, bam. Ja, ne, also du musst die ganze Zeit aufpassen, so ist das nicht. Steht die riesige Maschine hier mitten im Wasser. Naja, gut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ja. Sorry, ich bin halt ein totaler Noob, ne. Aber es ist mir auch egal, weißt du, ich muss da nicht in die Tiefe mit reinkommen. Mit dem Flugsimulator kannst du auch als Hardcore-Noob Spaß haben. Einfach ein bisschen rumfliegen mit dem Joystick und dem Schubregler, ne, ist super. Wie gesagt, wenn ihr euch für die Quest 3 interessiert, oder für das Rotor-System oder den Microsoft Flight Simulator oder alles drei findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein, ciao. Wow.
Bude.de.